Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben ein neues Fallbeispiel für euch und zwar dreht sich alles um Svenja. Kenny hat sich vorbereitet. Ich werde ein paar kernige Fragen stellen um Svenja und ihren Trainingsblock oder ihre Trainingsplanung. Und ja, wir starten rein in das Video. Kenny, Svenja, was ist ihr Ziel? Was möchte sie in der Saison 2024 erreichen? Ja, unser Fallbeispiel, was wir jetzt haben, ist aus der Damenwelt. Wir haben eine Teilnehmerin, die sich auf das Thema Radmarathon spezialisiert hat, hat das große Ziel, im Sommer einen Radmarathon zu fahren. Und die große Frage ist natürlich, wie baut man alles drumherum auf? Wie sieht das Ganze aus? Ja, wie hast du das für sie überlegt? Gibt es da vielleicht irgendwelche Hürden oder die man im Trainingsalltag beachten muss? Große Herausforderung ist bei ihr tatsächlich das Zeitfenster. Das heißt, wir haben ja nur eine begrenzte Zeit von 12 Stunden. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber tatsächlich für den Radmarathon ja gar nicht so viel Zeit, wie man eigentlich braucht. Wenn man jetzt das Beispiel Ötztaler Radmarathon sieht, da ist man zwischen 8 bis 12 Stunden einfach unterwegs, je nach Leistungsklasse. Und da braucht man ein gewisses Grundvolumen an Zeit einfach. Das heißt, wir werden mit diesen 12 Stunden werden wir wahrscheinlich nicht klarkommen. Wir werden schon immer wieder Blöcke und Wochen haben, wo wir auch mal 14 Stunden haben. Oder beispielsweise jetzt in Ihrem Fall ist es so, es wird im Frühjahr auf Mallorca Ende Februar ein Trainingslager geben, wo wir wirklich gezielt ja volumenlastig arbeiten, um da schon ein paar Kilometer auch reinzufahren und um ja auch eine gewisse Basis für das Ganze zu legen. Ja, das Thema Zeit ist ja wirklich eines mit der größten Probleme in einem Coaching. Würdest du dann die Trainingsinhalte oder auch die Priorisierung verändern, sodass sie dann für ihre Zeitkapazitäten das Beste rausholen kann? Tatsächlich. Ich würde, gerade weil das Ziel ja ein sehr, sehr langes Event ist, würde ich zum Beispiel den Dreierblock eher am Wochenende sehen. Das heißt, da wo Zeit zur Verfügung steht, dass man Freitag, Samstag, Sonntag 3 Tage aufeinander folgend fährt und da vielleicht auch sogar schon 2/3 der gesamten Trainingszeit von diesen 12 Stunden da reinpackt und dann eher unter der Woche noch 2-mal fährt. Stunde, Stunde 30, alles sehr kompakt und wirklich den Fokus auf diese lange Distanz legt. Ja, unter der Woche, wie sieht das dann da aus? Ich nehme mal an, es macht dann auch nicht Sinn, dort die gleichen Trainingsinhalte anzusetzen, wie man sie vielleicht dann eben beim extensiven Training übers Wochenende hat. Ja, also ich würde eine Einheit unter der Woche kurz und knackig machen, vielleicht wirklich nur eine Stunde, anderthalb Stunden Schwellentraining, eine Grundlageneinheit als Ausgleich und würde dann aber auch am Wochenende selber auf jeden Fall noch eine Intervalleinheit dabei haben. Das können Bergintervalle sein, das können aber auch Schwellenintervalle sein. Das kann auch mal ein bisschen VO2 Max sein für die Abwechslung. Aber dass auf jeden Fall ja nicht nur unter der Woche die Intervalle stattfinden, wie es vielleicht bei einem klassischen Dreierblock wochenseitig ist, sondern dass man da auch auf jeden Fall am Wochenende die Belastung noch mit sich reinfährt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir sind im Januar, Ihr Jahreshighlight ist am Ende des Jahres, August, September. Ja. Verändert sich dann diese Herangehensweise auch? Also dass vielleicht ein Trainingsinhalt vielleicht in einer Phase hoch priorisiert wird und in der anderen weniger? Super spannende Frage. Ich würde zum Beispiel im Januar, Februar würde ich eher mit dem Dreierblock vielleicht unter der Woche arbeiten und dann durch die hohe Intensität auch am Wochenende eher ruhiger machen. Und dann, wenn auch das Wetter besser ist und man dann auch mehr Zeit zur Verfügung hat, das dann eher in den Sommer legen. Und ja, ganz spannend dann da auch, ich würde tatsächlich auch Vorbereitungswettkämpfe mit einbauen. Gerade wenn das Ziel so weit weg ist, ist es für die Moral natürlich immer schwer, sich da regelmäßig zu motivieren. Das können Challenges sein, dass man sich seinen Hausberg raussucht und sagt, gut, okay, ich fahre da jetzt 3-mal hoch und versuche jedes Mal schneller zu sein bei jeder Auffahrt. Oder dass man neben den Challenges auch klassische Events hat zur Vorbereitung. Mhm. Also bei einem Ötztaler Radmarathon zum Beispiel würde es sich anbieten, auch am Nürburgring beispielsweise das Jedermannrennen zu fahren. Das sind ja auch gute 150 Kilometer, ich glaube jenseits der 3000 Höhenmeter. Da kann man auch schon mal diese Belastung vorher trainieren. Im Idealfall so 4 bis 6 Wochen vorher, nicht näher dran, dass wir halt auch noch ausreichend Zeit haben, die Svenja dann auch für den Ötzi fit zu kriegen. Ja, das ist ein guter Punkt, den ich auch immer im Training sehr, sehr gerne bei den Athleten einbaue, dass ich auch ermuntere, auch mal ja, Vorbereitungsrennen zu fahren, dass man auch mal vielleicht Dinge ausprobiert, hinsichtlich vielleicht auch des Pacings, der Ernährungsstrategie, weil man möchte ja bei diesem A-Event wirklich dann mit der besten Performance möglich und aber auch mit dem besten Empfinden über den eigenen Körper an den Start gehen.
Man hat immer das große Thema, vor allem wenn man jetzt sagt, Ötztaler Radmarathon auch oder allgemein alpine Radmarathons mit der Höhe, ja, wie gut reagiert der Körper darauf, da macht es dann auch mal Sinn, alles klar. Ich werde schon mal vielleicht vorher ein Sommertrainingslager machen und werde dann versuchen auch mal in die Höhe zu fahren, gucken, ja, wie verändert sich das. Das ist ein relevanter Faktor. Es gibt aber auch den Faktor, vor allem jetzt 2023 war das ja ein Fall mit der Hitze. Ja. Das heißt, Hitzeadaptation sollte irgendwie auch ein gewisses Thema sein. Absolut. Und ganz wichtig, man kann auch gerne so Vorbereitungsrennen kürzer, würziger halten, mal auch im Jedermann-Bereich rund um Köln fahren, ja, Eschborn, Frankfurt. Der große Vorteil daran ist, dass man dann direkt mit dem Trainingsblock auch anknüpfen kann. Genau. Also wenn ich jetzt ein Event habe, was wirklich unglaublich viel Energie kostet, dann brauche ich auch erstmal meine 1-2 Tage, manche sogar eine ganze Woche, um danach wieder halbwegs klarzukommen. Und wenn man solche Events hat, wie beispielsweise rund um Köln, Frankfurt-Eschborn, das kann man super mit einstreuen und kann dann direkt am Dienstag ganz normal mit dem Training dann weitermachen und da sofort dran anknüpfen. Bietet sich perfekt an, um auch gewisse, ja, Plateaus einfach zu durchbrechen. Deswegen, das sollte man definitiv mit einbauen. Finde ich auch aus der Psychologie oder psychologischen Perspektive gar nicht so schlecht, weil ich erlebe das oft oder die Athleten, die vielleicht bei mir nur dieses eine Event haben und die stehen wirklich schon im Januar auf und denken in der Trainingseinheit über den September nach. Ja. Im März auch um den September, stellen alles immer in Frage. Und dann irgendwann mal, wir haben wirklich schon alles Mögliche an so einem Wochenende erlebt, dann reißt das Schaltauge ab irgendwie vom Fahrrad. Ja, oder die reißt beispielsweise die Speiche kurz vorm Start. Die Speiche kann natürlich auch reißen und das sind einfach so viele Faktoren, die dort mit reinspielen können, ja, und dann ist irgendwie gefühlt her, wenn das Event nicht so abläuft, wie man es sich erhofft hat, ja, irgendwie die Saison irgendwie im Eimer. Ne? Und dementsprechend Vorbereitungsrennen kann man auch da gut nutzen, um vielleicht auch, ja, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszugucken. Spannender Punkt, den ich jetzt auch noch gerne erwähnen würde, bei so langen Rennen ist ja die Physiologie, Ökonomisierung, auch vielleicht den Körper in eine Extremposition bringen, wirklich von ja, Bedeutung. Macht es Sinn, auch an verschiedenen Orten eine Leistungsdiagnostik innerhalb der Saison an Tag absolut umsetzen? Wir müssen ja den Leistungsfortschritt, müssen wir ja irgendwie kontrollieren. Wir müssen ja schon sagen können, okay, du hast dich in dem und dem Leistungsbereich, hast du dich verbessert oder auch verschlechtert. Mhm. Ich sage gerade für einen Radmarathon-Athleten oder für die Svenja, für unsere Sportlerin hier, ist es natürlich wichtig, dass die gerade im Grundlagenbereich sehr, sehr gut ausgebildet ist. Wenn wir jetzt feststellen, nach 3-4 Monaten, da gibt es noch Defizite, kann man auch dementsprechend das Training individualisieren und darauf anpassen. Also ich würde schon vorschlagen, dass man auf jeden Fall zum Beginn des Trainings einmal einen Leistungstest macht. Das kann eine Laktatdiagnostik sein, es gibt auch andere Testverfahren, die man da auch für zu Hause nutzen kann. Wichtig ist nur, dass wir einmal die Ausgangsdaten haben und dann können wir, wenn es nachher spezifisch wird, nochmal einen Retest machen und schauen, okay, wie haben wir uns da angepasst. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie am Ende merkst, okay, ich hätte eigentlich bestimmte Trainings immer 30 Watt mehr fahren müssen. Ne? Ja. Das ist natürlich dann die schlechteste Situation. Ja, definitiv. Aber auch nicht zu viel. Also es bringt auch wenig. Ich habe häufig auch Sportler, die wollen regelmäßig alle 2 Wochen, alle 4 Wochen VO2 Max-Test machen, 20-Minuten-Test, Sprint-Test. Das hilft natürlich für die Vergleichbarkeit, ist aber zu dem Zeitpunkt nicht notwendig. Und das Problem daran ist auch, es kostet immer auch Erholungsfähigkeit einfach. Ja. Du kannst danach nicht locker weiter trainieren, du musst den Test vorbereiten, du hast danach ein paar Tage, wo es dir vielleicht ein bisschen schlechter geht und das wirkt sich dann auf das Gesamtkonstrukt am Ende natürlich auch aus. Ja, also ich fasse nochmal zusammen, die Priorisierung ein bisschen anders wählen, vielleicht im Anfang des Jahres den Dreierblock unter der Woche legen und versuchen mit ein bisschen mehr Intensitäten zu arbeiten und dann über den Sommer hinweg dann auch mit mehr Volumen vielleicht auch an den möglichen Tagen, also am Wochenende arbeiten, ja, um auch dort den Shift hin zu dieser Ökonomisierung zu bekommen, dass man dann eben an seinem ja, Hauptevent die bestmögliche Performance über diesen langen Zeitraum erbringen kann. Es macht Sinn, die Trainingslage auch zu nutzen, um auch, ja, mit einem hohen Volumen da auch nochmal ein Plateau zu durchbrechen und nochmal den Reiz besser ausprägen zu können, der dann danach kommt. Eine Leistungsdiagnostik macht Sinn, auch in einem Ist-Zustand anfangs zu bestimmen und dann die Entwicklung vielleicht durch kleine niederschwellige Testungen, ja, zu tracken und dann vielleicht kurz vorher auch für Ernährungsstrategie, Pacing-Strategie eine Leistungsdiagnostik zu wählen, um eben dann auch, ja, diesen Verlauf sichtbar machen zu können.
Ja, jetzt in all der Aufzählung, was habe ich noch vergessen? Gibt es noch einen Punkt? Gerade das letzte ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Würde das Video jetzt hier sprengen, das ist einfach zu umfangreich, das Thema Ernährung. Aber gerade wenn du 10 Stunden auf dem Rad sitzt, na, da reagiert jeder Körper anders. Und das kann man super bei einem Testwettkampf beispielsweise oder aber auch bei einer umfangreichen, genau, Hausrunde super trainieren. Ja. Gerade was Kohlenhydrataufnahme und so angeht, das ist wirklich ein sehr, sehr spezielles Thema. So Svenja, jetzt hast du hoffentlich alle Informationen, um eben im Jahr 2024 deine Performance für deinen A-Wettkampf hin höchstmöglich zu bewältigen. Ein anderer Punkt, den man vielleicht auch eben vor allem bei Frauen an den Tag legen kann, ist eben das Thema Zyklus, zyklusbedingte Veränderungen, die eben auch vielleicht so ein bisschen mit in den Alltag reingebracht werden müssen. Auch die Leistungsfähigkeit einfach beeinflussen. Auch Trainingsblöcke vielleicht verändern. Ja. Also das ist ein Riesenthema. Ich glaube, da sind wir beide auch sehr, sehr offen in der Kommunikation mit unseren Athletinnen. Aber ich glaube, für allgemein einfach nur so einen Rundumschlag zu geben für eine Saison, war das Video passend. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt wieder viel mitnehmen können. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anmerkungen, dann gerne auch kommentieren. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine tollen Videos, wie der Kenny über Svenja und ihre Trainingserfolge redet. Also genau, von daher das auch machen. Und wir sind jetzt raus. Viel Spaß mit den neuen Videos, die noch kommen werden. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut.